Jo, was geht ab, Leute? Heute hier mit dem Tasting vom Bio Red Bull Bitter Lemon Red Bull Organics. Und während ich mich hier vorbereite auf das Tasting, gib du mir doch schon mal einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, wenn du supporten willst, dass ich dir hier die Reviews, Tastings und Unboxings gebe, damit du nicht die Katze im Sack kaufst. So, wir haben hier Red Bull Organics Bitter Lemon Bio Getränk Fresh and Natural. Also für eine Red Bull Dose sieht das schon mal ganz geil aus. Sieht natürlich immer noch dieses Red Bull Trash. Aber sieht auf jeden Fall schon mal sieht nice aus. Geil. Organics Bitter Lemon bei Red Bull aus 100% natürlicher Herkunft. Bio-Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten, kohlensäurehaltig. Zutaten: Wasser, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, natürlicher Aroma aus Pflanzenextrakten, 0,26%, also 0,26% pflanzliche Bestandteile hat dieses Getränk. Orange, Cassia, Limette aus biologischer Herkunft. Pasteurisiert, mindestens haltbar bis. Bio, nochmal Bio, alles mega heftig. Bio, alles bioed out. Alright, Red Bull Bitter Lemon Organics. Ich mache das mal auf und dann probieren wir den Spaß mal. So, erstmal werde ich mal dran riechen. Ja, es riecht schon mal sehr schön zitronig und tatsächlich auch natürlich zitronig. Oh, jetzt habe ich mir hier Bitter Lemon auf die Nase gegossen, als ich versucht habe, daran zu riechen. Das war natürlich wack. Ich probiere das einfach mal. Oh, geil. Oh, das ist wirklich überraschend gut. Also es hat überhaupt nichts mit Red Bull zu tun, ist ja auch, also nicht mit dem klassischen Red Bull Energy Drink, ist ja auch kein Energy Drink, ist ja Energy Drink. Ist ja ein Bitter Lemon. Das Ganze halt auch noch angeblich Bio. Also gut, bei 0,26% Pflanzenbestandteilen ist es natürlich auch nicht schwer, Bio zu sein. Aber trotzdem geil, finde ich gut, dass Red Bull das macht. Also dicke Props dafür. Und ihnen ist tatsächlich gelungen, ein gutes Bitter Lemon zu machen. Also ich mag Bitter Lemon sehr gerne. Und es gibt ja in letzter Zeit häufiger mal so neue Bitter Lemons. Und das sticht auf jeden Fall heraus. Also, das ist eines der besseren. Geil. Also, sehr schön zitronig. Schon recht süß, aber auch durch eine angenehme Bitternote ausgeglichen. Dezente Säure. Kann man auf jeden Fall machen. Alright, das war's mit dem Tasting von Red Bull Organics Bitter Lemon. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wie immer unten der Link zum Produkt. Würde mich freuen, wenn du über den Link gehst und mich dabei supportest, dass ich dir hier die Reviews, Tastings und Unboxings gebe, damit du nicht die Katze im Sack kaufen musst. Und gib mir einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.